Was mich hier begeistert hat, dass eben da so sozusagen dieser Mechanismus ist, dass es im Magen noch nicht aufgelöst wird, sondern wirklich erst im Darm freigesetzt wird und dass diese Bakterien sich wohl, da gibt es wohl auch Studien, sich sehr, sehr gut an die Darmwand anheften. Ja, herzlich willkommen. Warum haben heute so viele Menschen Probleme mit dem Darm, Probleme mit der Verdauung? Ja, sie haben Verstopfungen, sie haben Blähungen, sie haben Sodbrennen. Ja, viele Menschen leiden auch unter Übergewicht. Und alles zusammengefasst kann man eigentlich sagen, die Ursache liegt dabei häufig im Darm, dass unser Darmmikrobiom nicht in Ordnung ist, dass es nicht im Gleichgewicht ist. Darmmikrobiom, was ist denn das nun wieder? Das ist diese, ja, man kann sagen, der Mensch hat so eine angeborene Immunantwort, die im Darm sitzt. Also das sind diese verschiedenen Darmbakterien, die in diesem Biofilm sitzen. Man muss sich das vorstellen, unser Darm ist eigentlich wie so ein Abfallrohr im Körper. Und das muss natürlich dicht sein. Und das ist dann innen ausgekleidet mit einer Schleimhaut, mit einem Schleimfilm. Und in diesem Schleimfilm, dort sind in diesem Biofilm, wie man so sagt, dort sind diese ganzen vielen, vielen kleinen Bakterienarten. Die Bifidobakterien, die Lactobacillen, dort sind Hefen. Dort sind natürlich auch manches Mal so ein paar Bakterien oder Pilze, die uns nicht, ja, lieb sind, zum Beispiel der Candida, wenn der zu viel ist. Und wenn dieses Mikrobiom, das im Gleichgewicht ist, dann habe ich im Normalfall auch eine sehr gute Verdauung, dann bin ich gesund, dann fühle ich mich auch stark. Wenn aber dieses im Ungleichgewicht ist, eben, dass ich beispielsweise auch mal ein Antibiotika einnehmen musste oder dass ich überhaupt auch unter Nahrungsunverträglichkeiten leide, dann ist natürlich auch mein Mikrobiom meistens mit betroffen. Und die Frage ist immer, ist erst das Mikrobiom gestört und dann die Verdauung und dann meine Unverträglichkeiten oder umgedreht? Das ist immer so Henne oder Ei. Ja, aber was kann ich denn tun für dieses Mikrobiom oder überhaupt, wie erkenne ich das? Erkennen kann ich das durch diese Symptome, die eben darin bestehen, dass eben ich nicht genug verdaue. Das heißt auch, wenn das Mikrobiom nicht in Ordnung ist, dann spalte ich auch die Nahrungsbestandteile ja natürlich nicht genug auf. Das heißt, ich kann trotzdem sehr viel gesund essen. Gesund in dem Sinne, dass ich genug Mineralien, Vitamine und so weiter zu mir nehme. Aber mein Darm, der kann es nicht aufspalten. Und deswegen wird es meinem Körper auch nicht zurückgeführt, sondern es wird dann im schlechtesten Fall einfach wieder ausgeschieden. Und dieser Dünndarm spielt dabei eine ganz große Rolle. Man sagt ja auch so SIBO, diese Dünndarmfehlbesiedlung, die manche Menschen haben. Im Dünndarm ist es ja, dort sind hauptsächlich die Lactobacillen zu Hause und die sind eben dafür, um die Nahrung, um dort die ganzen Nährstoffe rauszuziehen. Und wenn ich das dort nicht kann, eben, dann habe ich nicht genug Nährstoffe zur Verfügung. Aber es ist auch ganz wichtig, wenn ich mal vom Dünndarm hergehe, es gibt da so eine Welle, die durch den Darm geht nach dem Essen. Und das heißt, ungefähr eine anderthalb Stunde nach der Mahlzeit schafft diese Welle meinen Nahrungsbrei aus dem Dünndarm heraus. Und dann hat der Dünndarm einfach auch mal die Chance, ich sag mal, Luft zu holen, sich mal ein bisschen zu regenerieren. Und dann geht eben der Speisebrei in den Dickdarm und vom Dickdarm wird er dann ausgeschieden. Wenn ich jetzt eine schlechte Verdauung habe und ich habe zum Beispiel Obstipation, also das heißt, ich habe festen Stuhl, ich gehe vielleicht auch nur alle zwei, drei Tage mal auf Toilette, dann bleibt dieser Stuhl im Dickdarm, er verhärtet, er ist praktisch in den Krypten, kann man dann, wenn das jahrelang andauert, kann man dann direkt Kotsteine fühlen. Ich weiß es, ich habe ja eine Zeit lang Kohl- und Hydrotherapie gemacht und wenn man dabei bei älteren Menschen gerade über den Darm gegangen ist, über den Bauch diese Massage gemacht hat, man hat die Kotsteine richtig spüren können. Und die gehen auch nicht mit einer Kohl- und Hydrotherapie einfach nach draußen. Also das ist wirklich ein Thema. Der Stuhlgang, er sollte täglich sein. Und wenn das nicht ist und eben das auch so verhärtet, dann habe ich nämlich das nächste Problem, das Ammoniak, das dann praktisch durch die Blut-Hirn-Schranke auch wieder in mein Gehirn kommt und dann bin ich müde. Also Müdigkeit, schlechte Verdauung, das hängt auch wieder ganz, ganz häufig zusammen. Und ich muss einfach schauen,
wie ich meinen Stuhl sozusagen dann auch wieder ja weich bekomme. Und häufig sind es aber auch, dass ich die Dinge, dass ich einfach manche Nahrungsmittel überhaupt nicht vertrage. Dann heißt es zum Beispiel Gluten, also wer viel Brot isst, wenn der mal anfängt, das Brot wegzulassen, der wird merken, oh, jetzt geht die Verdauung leichter, ich habe nicht mehr diese Blähungen. Denn sehr viele Leute haben diese Unverträglichkeiten und die sind aber nicht in diesen Tests nachweisbar, weil Pricktests, so nennen sie es, weil das eben keine Allergien sind, sondern Unverträglichkeiten. Und die merke ich eben erst bis zu 72 Stunden später. Dann weiß ich gar nicht mehr, was habe ich denn in den letzten 3 Tagen überhaupt gegessen. Dann kommt meistens noch eine Milchunverträglichkeit dazu. Hat jemand mal einfach einen normalen Joghurt gegessen oder auch mal irgendwo ja, Milch, Eis oder sowas. Und dazu kommt auch meistens noch die Fructoseunverträglichkeit. Das ist immer so eine Trias auch. Und wenn ich da ansetze und vielleicht meine Ernährung erstmal ein bisschen auch umstelle, da vielleicht auch mal durch Weglassen teste, wann geht es mir gut, wann geht es mir nicht so gut, dann habe ich natürlich auch schon eine gute Voraussetzung, dass mein Darm, meine Verdauung wieder gut funktionieren kann. Und ich wollte heute ja trotzdem auch mal über diese ganzen Bakterienstämme sprechen, diese Lactobacillus, Reuteri, Casei und wie sie alle heißen. Dass ich brauche in meinem Darm, ich habe ja dort eine große Vielfalt. Und wenn man jetzt praktisch dort eine Fehlbesiedlung hat, das heißt, ich habe irgendwo ein Ungleichgewicht, kann ich jetzt natürlich ganz, ganz viel Geld ausgeben für Tests, die ich dann in einem Labor machen lasse. Ich gebe dort eine Stuhlanalyse hin und die sagen mir dann, das ist zu viel, das ist zu wenig. Ich kann es aber auch auf die relativ einfache Art machen. Ich kann dann einfach sagen, ich nehme jetzt einfach mal ein Präparat ein und das wollte ich Ihnen eigentlich in diesem Video auch mal zeigen und sagen. Ich bin nämlich hier wirklich auf eins gestoßen und zwar ist das von Dr. Wolz und das ist ein Produkt, da habe ich jetzt einfach, die Patienten bringen mir es ja. Und ich habe das jetzt einfach mal diese, ja, 4, 6 Wochen jetzt teste ich das schon und habe das mal begonnen, diese Kapseln einzunehmen. Und zwar sind dort 22 verschiedene Bakterienstämme drinnen und die sind ungefähr gleich aufgeteilt in die Lactobazillen, die im Dünndarm vorkommen, und in die Bifidobakterien, die im Dickdarm vorkommen. Also ich habe praktisch beide Darmabschnitte damit sehr, sehr gut abgedeckt und ich habe dort eben 22 verschiedene. Und was ist auch immer ganz, ganz wichtig ist bei diesen Präparaten, es gibt ja tausend und eins der Präparate. Es muss gekennzeichnet sein, welcher Stamm das ist. Und das heißt meistens so LC200 oder so. Also das sind immer dann so richtige Bezeichnungen der einzelnen Bakterienstämme. Weil dann weiß ich auch genau, dass es echte Bakterienstämme sind. Und in diesem Fall hier, da ist dann noch sind B-Vitamine drin, da ist das Biotin drinnen. Also eigentlich so eine komplette Synergie, die dann dafür sorgt, dass eben das im Darm sehr gut aufgenommen wird. Und was mich hier begeistert hat, dass eben da sozusagen dieser Mechanismus ist, dass es im Magen noch nicht aufgelöst wird, sondern wirklich erst im Darm freigesetzt wird. Und dass diese Bakterien sich wohl, da gibt es wohl auch Studien, sich sehr, sehr gut an die Darmwand anheften. Und das habe ich halt festgestellt, dass ich habe wirklich jetzt im Sommer wieder ein bisschen relativ Obst gegessen und war auch da, ja, ein bisschen locker leicht mit der Ernährung und habe dann immer so gedacht, ja, manches Mal hatte man dann so ein bisschen Blähungen und ein bisschen Krummeln im Bauch und ja, und habe einfach gedacht, irgendwie wäre ganz gut, dass ich das mal irgendwo ja mache. Und dann, wie gesagt, der Zufall, da wollte es dann, dass mir das jemand empfohlen hat und ich dann gesagt habe, das teste ich mal und das kann ich Ihnen wirklich als wärmstens ans Herz legen, weil man muss natürlich langsam beginnen, mal mit einer Kapsel vielleicht und dann mal über den Tag so langsam steigern. Also zweimal zwei Kapseln ist wohl dann so dieses Maximum. Und ja, einfach langsam steigern und gucken, wie sich der Darm daran gewöhnt. Und ich linke das mal, oder also ich setze mal so einen Link hier unter das Video, da können Sie gerne mal da reinschauen. Da gibt es auch ja, sehr viele andere sehr, sehr gute Produkte für diese Darmflora mit Hefezellen und so weiter. Und das ist ja alles, wenn unser Darm gesund ist, sind wir gesund, dann sind wir auch nicht so müde, dann geht unsere Verdauung, wir spalten alle Ernährung auf und ja, wir fühlen uns einfach fit und das merkt man auch an der Haut, das merkt man an den Haaren. Ja, man merkt einfach, dass man irgendwo mehr von diesen Nährstoffen zur Verfügung hat, denn es ist wieder so, man kann ja so viel einwerfen, wie man will.
wenn es nicht aufgespalten wird, wenn es die Zelle auch gar nicht annimmt, dann nützt es ja auch überhaupt gar nichts. Ja, zur Darmgesundheit, wichtig, wichtig, wichtig. Gerade auch jetzt, das Immunsystem sitzt ja auch irgendwo im Darm. Dort sind unsere Immunzellen, unsere Immunantwort mit. Und deshalb ist es dann einfach wichtig, jetzt gerade auch im Herbst vielleicht doch mal was für die Darmgesundheit zu tun. Beziehungsweise, wenn eben die Nahrungsunverträglichkeiten einen so necken und ärgern, dass es zwickt und zwackt, ja, dann kann man mit solchen Präparaten einfach dort das Gleichgewicht wiederherstellen. Und einen Gedanken habe ich auch noch, und zwar, man kann ja jetzt, wenn man jetzt praktisch so ein Leaky Gut hat, also dieses Leaky Gut-Syndrom, das heißt, dass in dem Darmverbund, dass dann eben schon die Tight Junctions sind, das ist jetzt wieder so ein Fremdwort, dass da schon so eine Art Löcher im Darmverbund sind, kann man jetzt das Zonulin bestimmen im Stuhl. Aber wie gesagt, was nützt es mir, wenn ich das bestimme, dass es so ist? Ich muss einfach diese Darmgesundheit wiederherstellen. Und dazu gehört natürlich dann auch vielleicht mal ein bisschen eine Schonkost zu machen und vielleicht auch mal ein bisschen in Richtung Gedünstetes nur zu gehen. Hildegard von Bingen beispielsweise, die war ja ganz, ganz strikt gegen diese Rohkost. Die hat immer empfohlen, einfach Gedünstetes, weil das einfach wirklich unserem Darm vielleicht besser bekommt. Ja, dass man einfach mal ein bisschen mehr darauf achtet, wieder was schaffe ich oben rein, damit es gut hinten rauskommt, ganz einfach mal so gesagt. Ja, das soll es mal für heute gewesen sein. Es ist ein Thema, kann man Tage darüber sprechen, und es ist sehr, sehr wichtig, diesen Darm da irgendwie vielleicht auch mal eine Ruhepause zu gönnen. Da fallen mir wieder meine Fastenkurse ein. Also Sie sehen, ich komme vom Hundertstel ins Tausendstel. Und dann kann man auch mal mit Heilfasten seinem Darm einfach mal eine Woche Ruhe gönnen und dann wieder ganz sanft anfangen mit dem Essen und Schlemmen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen. Gerne nehme ich Ihre Anregungen an. Es macht mir immer noch Freude zu antworten. Und ja, bis zum nächsten Video. Ihre Nadja.